Schöne Menschen und heiße Tänze seit mittlerweile 18 Jahren begeistert, Let's Dance, die Zuschauer. Stundenlanges Training, körperliche Nähe und emotionale Momente sorgen bei einigen Profis und Promis dafür, dass auch schon mal die Schmetterlinge fliegen. Immer wieder brodelt die Gerüchteküche, wer sich wohl in wen verguckt hat. Welche Affäre, Gerüchte und Romanzen uns die 17 Staffeln bereits beschert haben, erfahrt ihr hier. Let's Dance. Diese Promis haben sich einen Tänzer geschnappt. Massimo Sinato und Rebecca Mir. In der 8. Staffel der Tanzshow wurden die Zuschauer Zeugen des Beginns einer langjährigen Liebesgeschichte. Als das gebürtige Aachener Model beschloss, an Let's Dance teilzunehmen, war sie mit Schauspieler Sebastian Deile liiert, und auch Tanzpartner Massimo war noch verheiratet. Dass es trotzdem ordentlich zwischen den beiden knisterte, konnte ganz Deutschland live beobachten. Nach der gemeinsamen Let's Dance-Zeit gaben Massimo und Rebecca bekannt, dass sie ein Paar sind. 2015 folgte Hochzeit, 2021 der gemeinsame Sohn. Und sogar ein Let's Dance-Comeback sollte es geben. 2023 traten die zwei wieder da auf, wo alles begann. Nastassja Kinski und Ilia Russo. Die deutsche Schauspielerin Nastassja Kinski tanzte in der 9. Staffel von Let's Dance an der Seite von Christian Polans. Gefunkt hat es jedoch nicht mit ihm, sondern mit dem 25 Jahre jüngeren Tanzprofi Ilia Russo. Zwar ging die Beziehung bereits nach ein paar Monaten in die Brüche, in Erinnerung wird uns diese Paarung trotzdem bleiben. Christina und Luca Henny. Nach ihrer gescheiterten Beziehung zu Tänzer Evgeny Vinokurov fand Profi Christina Luft ihr großes Glück in der 13. Staffel von Let's Dance. Nachdem sich Ex-DSDS-Sieger Luca Henny 2020 in das Herz der damals 30-Jährigen tanzte, sorgte ihre TV-Romanze deutschlandweit für Aufmerksamkeit. Und auch in den Folgejahren gab es Neuigkeiten von den Turteltauben. Am 22. August 2023 gaben sich Christina und Luca das Ja-Wort, 2024 verkündeten sie stolz, dass Christina schwanger ist. Die Hochzeitsfotos und erste Bilder von Christinas Schwangerschaftsbauch könnt ihr euch oben im Video anschauen. Diese Let's Dance Profipaare tanzen noch heute gemeinsam durchs Leben. Malika Tschumev und Zsolt Sándor Cseke. Seit fast 10 Jahren tanzen Malika und Sándor gemeinsam. Die gebürtige Russin tanzt seit Staffel 14 regelmäßig im TV, Sándor stieß eine Staffel später dazu. Kaum einem Zuschauer war bewusst, dass sie ein Pärchen sind, und das bereits seit 9 Jahren. Im Interview verriet Malika, dass sie zu Anfang gar nichts von Sándor wollte. Wie der Rumäne trotzdem ihr Herz eroberte, könnt ihr euch im Video anschauen.